meinen Kumpel zum Fahren gegeben, ne? Aha. Ich habe aber meinen Benziner gehabt. Aha. Und ein Kumpel von mir, der ist dann mit beim Ding gefahren, beim Max Bach. Und ist voll gegen die Mauer getaucht. Ja, ja. Das ist immer so eine Sache, wenn man das ausleiht. Halt, ne? Der hat einen Totalschaden gekriegt, der ist total im Arsch gewesen. Also der ist schon heute aus 30 Meter auf der Nase gestürzt. Dann habe ich repariert und dann habe ich es wieder verloren. Dann ist er fast schwimmen gegangen. Dann hat er ein Heckrotter. Kannst du auch rückwärts fliegen? Was denn? Rückwärts fliegen. Also wieder rückwärts her. Ja, natürlich. Das ist ja mal geil. Kann man alle möglichen Richtungen fliegen. Seitwärts auch. Hä? Was kostet der? Mit zwei Ersatzbatterien 100er. Das ist gar nicht schlecht für den Preis. Und wo kriegt man den? In eBay. MGX F645 heißt er. Warte mal, ich schau mal an. Der Hubschrauber selber ohne Ersatzbatterien gibt es für um die 75 Euro mit Porto. Aber ich habe es gleich mit zwei Ersatzbatterien gekauft. Wie lange hält eine Batterie? Und? Wie lange hält eine Batterie? Ja, kommt drauf an, 8 bis 10 Minuten. Also ich glaube, ich habe 12, 13 gehabt. Aber das ist schon, wenn du die ganze Zeit konzentrieren musst, dann das reicht schon aus manchmal. Das sind 30 Meter hoch, oder was? Ja, 100. 100 Meter? Also hoch um die 80. Entfernung 150. Habe ich nur bis 100 ungefähr ausgetestet, aber ich bin in einem Forum, wo mehrere Leute sowas fliegen und die haben es bestätigt. Also 150 Meter Entfernung ist nicht übertrieben. Kann man damit auch in der Luft stehen bleiben? Kann man sogar stehen bleiben? Ja, muss man halt üben. Also das sind eigentlich die ersten Übungen, ist hovern, also stehen bleiben halt. Aber wenn es ein bisschen Wind da ist, dann musst du immer ein bisschen Input geben, damit er stehen bleibt. Gibt es auch bessere Batterien oder gibt es nur diese 10-Minuten-Batterien? Also die zwei Ersatzbatterien sind ein wenig stärker. Also der Original ist 1500 mAh und die zwei Ersatz sind 2000 mAh. Wie heißt jetzt nochmal? Weil kann ich mir eingeben, dann kann ich mal schauen. Der heißt MJX. MJX? F645. 645? Ja. Aber den will ich jetzt nur ein wenig vorsichtig fliegen, weil der war schon. Der ist hoch, Alter. Alter Schwede. Wie gesagt, zweimal bin ich heute schon abgestürzt und ich bin mir nicht sicher, wie gut er fliegt jetzt. Da musste ich halt ein wenig vorsichtig sein. Alter, war der jetzt hoch. Mhm. Ja, wie gesagt, also der geht bis zu 80 Meter in der Luft. Und 150 Meter Entfernung. Da habe ich daheim, habe ich noch nicht eingebaut, so ein kleiner Alarm. Und der macht halt einen Lärm, wenn der fast leer wird. Aber ich weiß ungefähr, wie lange ich fliege. Ich fliege. Ist da oben eine Kamera, oder? Das ist eine Kamera. Das ist eine kleine, so Autoschlüsselkamera. Damit kann man aufnehmen. Kannst da eine Kamera unten dran bauen an den, damit man Luftfotografie machen kann, Luftvideos und sowas. Aber ich habe es erst seit 2 Tagen, ich bin noch nicht so weit. Achso, da kann man dann die Kamera nimmt das auf, was man sieht, oder? Ja, mehr oder weniger. Es kommt drauf an, wie man den auf die Kappe stellt. Also den will ich irgendwann einmal mit, ja wie heißt es wieder auf Deutsch, Velcro. Also mit Klettverschluss dran machen, bin ich aber schon wieder noch nicht dazu gekommen, weil ich
so beschäftigt bin mit Fliegen und Reparieren. Dann habe ich schon erst seit 2 Tagen, dann habe ich schon 3-mal reparieren müssen, weil ich nicht so viel gewacht habe halt, ne? Aber das passiert. Der ist schon da, in einer von diesen Bäumen stecken geblieben. Wie haben Sie den runtergeschüttelt? Runtergeschüttelt. Bin in einen Ast gehängt und habe ihm Gas gegeben. Mein Nachbar hat sich mal diese kleinen da gekauft für 20, 30 Euro, ne? Ja. Da habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Stück daheim. Damit habe ich angefangen. Das Lustige war, der ist immer in der Wohnung damit rumgeflogen oder ist er immer in den Schrank geflogen, als das Ding. Ja. Dann haben wir es immer gerade mal gesagt, so klar, ja. Die abgeknallt haben. Haben die seine kleinen so 2 Rotorensätze gehabt oder bloß der eine? Seine kleinen haben so 2 Rotorensätze gehabt oder bloß der eine Satz? Ja, der hat immer die gehabt, wo 2 unten, 2 oben. Ah, genau, ja. 3 Knall. Wie hat er sich dann zusammengeschossen immer? Diesen 3-Knall, die sind ganz leicht zu fließen, fliegen, aber kannst nicht so machen, zum Beispiel seitwärts fliegen. Kannst nur vorne rückwärts oder links und rechts drehen halt. Ich hab dann von ihnen einen kaputten gekriegt, mit dem bin ich einmal hier rumgestaucht, ne? Aha. Und einmal hab ich mich dann unterhalten mit einem Kumpel. Mhm. Dann wird's gebracht und ich musste sowas von lachen und ich bin aus der Sinn auf Steigflug geblieben, ne? Aha. Und da ist der ewig weit hoch und irgendwann hat er keinen Empfang mehr gehabt. Aha. Ne? Ja, weil die sind in Infrarot, das ist 2,4 GHz. Weiß nicht, entweder hat keinen Sonnen mehr gehabt oder die Batterie war leer. Auf jeden Fall ist der dann mit einem Zacken runtergekommen und voll auf dem Asphalt aufgestellt. Ja. Ja, und das... Das tut mir halt richtig weh, weil das war ein Audi A3. Ich hatte selber mal ein Audi A3 gefahren. Aha. Und den hat mein Kumpel mir damals dann ausgesucht und 5 Stunden. Jetzt wird er langsam leer. Dann habe ich mir meine Audi-Zacken noch aufgehoben. Habe ich einmal das hier?